Wer einen Hund hat, muss hartgesotten sein. Bei jedem Wetter geht's raus mit dem Tier. Das muss sein. Der Hund, die braucht ja schließlich Bewegung. Doch in Bedburg gibt's jetzt einen Indoor-Spielplatz für Vierbeiner. Wie sich Bello und Fifi da austoben können, hat sich Verena Jentges für uns angeschaut. Austoben an der Gummiröhre, springen durch die Torwand, Slalomlaufen oder Muskel- und Gleichgewichtstraining auf dem Wackeldackel. Ist es draußen viel zu nass, können sich Vierbeiner jetzt ganz einfach auf dem Indoor-Hundespielplatz in Bedburg austoben. Auf 500 Quadratmeter bietet Hundetrainer Michael Simon den Vierbeinern jede Menge Abwechslung. Mir ist halt aufgefallen, dass viele Hunde 4, 5, 6, 7 Stunden alleine sind und dadurch halt Frust aufbauen, langweilen sich. Und da haben wir halt dieses Konzept hier erschaffen, wo die Hunde hier tagsüber betreut werden, wo mit ihnen gespielt werden kann, wo mit ihnen auch trainiert wird und wo mit ihnen auch hier eine Beschäftigung bieten können, die halt nicht alltäglich ist. In der Betreuungsecke können Hundehalter ihre vierbeinigen Lieblinge einfach mal zum Hundesitten abgeben. Die werden dort den ganzen Tag beschäftigt, können toben oder ihre Geschicklichkeit trainieren. Ziel und Zweck ist, dass die Hunde beschäftigt werden, dass sie geistig gefördert werden und dass die Leute abends, wenn sie ihre Hunde zurück abholen, dass sie einen ausgeglichenen, zufriedenen Hund wiederbekommen und dann auch für den Rest des Abends Ruhe haben. Gemeinsam mit ihren Herrchen können Hunde nicht nur Spaß haben, sondern in verschiedenen Seminaren auch etwas lernen. Diana Broch hat ihre Labrador-Schäferhund-Mischung erst seit 3 Monaten. Mit ihrem Hund Marco übt sie jetzt das gehorsame Führen an der Leine. Wir haben den Hund aus dem Tierheim geholt und er konnte also gar nichts, keine Kommandos, kein Sitz, kein Platz und hatte auch kein Vertrauen. Und seitdem wir hierher kommen, kann er das alles. Er ist viel ruhiger, zutraulicher geworden und auch verschmust und er hört halt, ne? An der Hängebrücke sollen Hunde zu ihrem Herrchen Vertrauen aufbauen. Das Laufen über den Steg fördert die Konzentration der Vierbeiner. Auf der Wippe müssen die Tiere beweisen, dass sie ihr Gleichgewicht halten können. Ähnlich wie bei einer Kinderbetreuung stehen die Hunde unter ständiger Aufsicht, lernen etwas und haben trotzdem Spaß. Man kann es in etwa mit einer Kinderbetreuung vergleichen, weil auch da, sag ich mal, sind die Kinder ja unter Artgenossen mit anderen Kindern zusammen. Unter Aufsicht werden auch beschäftigt und so ist das hier in der Hundeerziehung auch. Wir müssen hier natürlich schon ein bisschen gucken, welcher Hund versteht sich mit welchem und da müssen wir schon ein bisschen aussortieren. Eine Stunde Hundesitting kostet 2,50 Euro, ein ganzer Tag 18 Euro. Mehr Informationen gibt es unter www.rtl-west.de.